Das sieht mir nach einer abenteuerlichen Straße aus. Das ist garantiert eine Passstraße. Ja. Bin mal gespannt, was für spektakuläre Natur wir noch sehen werden. Grüß dich miteinander aus der Schweiz zu einer neuen Folge. Es ist herrliches Wetter. Ich weiß nicht, man kann es glaube ich ein bisschen erkennen. Richtig schön. Es ist Freitag und wir sind so gut wie fertig mit Arbeiten. Also ich mache jetzt quasi Feierabend. Ja, und das richtig cool ist, Anna hat schon angefangen ein Bananenbrot. Oh, da sind sogar Bananen drauf. Krass. Sieht gut aus. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Dann können wir heute richtig schön denieren, ein Bananenbrot, habe ich richtig Bock drauf. Denieren, ein Bananenbrot. Ja. Ey, wir sind euch ja noch ein paar Erklärungen aus der letzten Woche schuldig, was da alles passiert ist, als wir losgefahren sind. Wir wollten das Video nicht zu sehr aufblähen und ehrlicherweise hatten wir auch ein bisschen Ruhe nötig. Warum? Weil genau nach der Hochzeit haben wir uns beide schön Corona eingefangen. Wir lagen jetzt echt ein paar Tage richtig flach. Mehr, aber nicht so schlimm wie im Januar, muss ich sagen. Nee, es war nicht so schlimm. Trotzdem ist es halt einfach nervig. Genau, natürlich noch nach der Hochzeit. Aber gut, jetzt geht es uns langsam wieder besser. Ich glaube, wir sehen jetzt einfach es so, wir nutzen jetzt einfach die Zeit, um Pablo auf Herz und Nieren zu testen, weil wir jetzt natürlich sehr viel Zeit hier im Van verbringen. Haben die letzten Tage eigentlich viel Netflix geschaut und jetzt auch wieder gearbeitet. Und ja, ich meine, ist ja auch nicht so schlecht, so können wir uns von dem Ausbau und der Hochzeit einfach mal richtig erholen. Ja, auf jeden Fall. Und der Platz hier in der Schweiz, der ist wirklich super schön und wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Ich meine, es ist jetzt Anfang Oktober und wir können einfach mit dem T-Shirt draußen rumlaufen. Wir hatten auch schon die ersten Probleme mit Pablo, nämlich in Form von Wasser, was auch sonst. Das ist ja das absolute Lieblingsthema. Das Problem war, dass eine Rohrschelle nicht richtig angezogen war an dem Boiler unten, also der ist ja hier unten bei uns drinne und dann ging ja halt immer so ein Stückchen Wasser, ist ja immer rausgetröpfelt und es ist uns erst gar nicht aufgefallen, bis es dann an anderer Stelle wieder rausgekommen ist. Ja, das haben wir jetzt behoben, wir haben jetzt zwei Schellen dran, einmal diese Flügelschellen heißen die und noch zusätzlich eine normale Schraubschelle, also beides an beiden. Einmal Kaltwasseranschluss und der Warmwasseranschluss und ich hoffe, ja, dass das jetzt alles safe ist. Man hört es ja auch immer, wenn die Druckpumpe wieder pumpt, dass irgendwo ein Druckverlust ist, aber das macht die auch so ab und zu mal. Entweder baut sich der Druck nach der Zeit leicht ab oder es liegt an den Temperaturschwankungen. Hoffe ich zumindest nicht, dass hier noch irgendwo anders ja ein Leck ist, aber es sieht aktuell ganz gut aus wieder. Ansonsten haben wir uns echt schon ganz gut eingelebt. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen. Ja, guckt euch mal die Pflanze an. Das ist unsere Pflanze noch aus Elvis. Fabis Mama hat die jetzt, solange wir irgendwie ausgebaut haben, gehütet und hat schon zwei Ableger noch davon abmachen können. Also die ist so schön gewachsen und hatte ja damals auch unsere 4 Wochen auf Mallorca mega gut überstanden. Und jetzt ist hier ein Pablo drin. Also ihr seht, wir leben uns hier so langsam ein und sind bisher sehr zufrieden und haben natürlich auch mega Dusel mit dem Wetter. Wir müssen heute nur mal gucken, wie wir Wasser hier reinbekommen, weil das ist das erste Mal, dass jetzt das Wasser ausgeht. Wir haben uns jetzt noch ein bisschen ausgeruht, eine Stunde, ein bisschen Netflix und chill und gucken jetzt mal, dass wir hier Wasser bekommen in dem Dorf. Hier gibt es leider nur einen Brunnen. Ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwie mit unserem normalen Schlauch hinbekommen, aufzufüllen. Hier stehen die Kühe. Ich bin immer sehr neugierig, muss ich sagen. Da kommt noch ein bisschen näher ran und dann kommen die auch gleich entgegen. Na gut, die nicht. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir Wasser bekommen. Man merkt doch schon mit dem ganzen Corona-Zeugs, dass man einfach echt müder ist und einfach nicht so voller Energie wie sonst. Und einfach auch sehr viel früher einfach schon müde wird, wenn man ein bisschen rumläuft. Deswegen viel ausruhen erstmal. Ich hoffe, das wird in den nächsten Tagen noch besser, dass wir auch mal ein bisschen mehr spazieren gehen können, weil das bietet sich in der Schweiz einfach total an. Guckt euch das an. Es ist Oktober und es ist einfach noch so wunderschön. Wir stehen hier übrigens auf einem
Parkplatz, der normalerweise dann im Winter für den Skilift, der hinter uns ist, dann genutzt wird. Und den kann man jetzt hier einfach so, ja, okkupieren. Und da schmeißen wir hier in die Vertrauenskasse 12 Euro rein und dann ist das okay. Ist auch in der Schweiz nicht ganz so üblich, dass die so günstig sind, also sind schon eher ein bisschen teurer. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie lange wir hier an dem Platz stehen werden. Es ist halt echt entspannt, hier sich erstmal ein bisschen runterzukommen. Die Vorräte sind bis aufs Wasser ja echt gefüllt bei uns. Und wir können erstmal ein bisschen entspannen und wieder ein bisschen gesund werden. Und dann geht's für uns erstmal weiter in den Süden. Wieso? Ja, deswegen. Mission Wasser startet und mal gucken, ob das klappt. Ja, jetzt fahren los. Alter, was ist denn so genervt hier? Ja, guck mal. So Bad Vibes hier, was ist los? Schöne Socken. Halt mich auf die Spitze jetzt auf. Also wir haben noch einen Anschluss gefunden und konnten Wasser abzapfen, auch ohne, mit Anschluss tatsächlich. So, jetzt haben wir einen vollen Tank. Unsere Vorräte sind ja ansonsten echt prall gefüllt, wir können echt noch ein paar Tage stehen. Das ist echt verrückt, also wie autark man ist, das ist halt wirklich einfach Wasser, was dann halt oft dann irgendwann mal ausgeht. Aber auch relativ spät. Also aber ja, wirklich 150 Liter sind schon 150 Liter. Wenn man damit vorsichtig umgeht und jetzt nicht jeden Tag duscht, dann geht das schon. Aber heute wollen wir unbedingt duschen und deswegen ist das jetzt, brauchen wir einfach Wasser. Steht da gut unten rein. Was gibt's heute Schönes? Heute gibt es grünes Curry mit Tofu und Reis. Und als erstes werde ich mal Reis aufsetzen, das dauert ja doch immer eine Weile. Und dann wird ein bisschen Gemüse geschnippelt, weil Gemüse hilft auch, dass wir schnell wieder gesund werden. Also unsere Fritz-Cola-Kastenkonstruktion hat sich auch schon richtig bewährt da unten. Ja. Ganz gut. Lässt sich auch wieder gut verstauen da unten. Ja. Muss natürlich keine Fritz-Cola nehmen, damit das funktioniert. So, ich wollte aber erstmal noch Fabis Entscheidungsfrei. Aber jetzt wird schwierig. Grünes Curry oder rotes Curry? Fabi muss den Riechtest machen. Ja. Mach Augen zu. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, für was ihr euch entschieden hättet. Aber ich glaube, ich präferiere heute das Grüne. Ich bin mal gespannt, was der Geruchstest sagt. Du musst dran riechen, schon Augen zu. Ja, Augen sind zu. Okay, mach andere. Oh, das riecht intensiver. Ich glaube, das ist das Grüne, das zweite. Na, welches möchtest du? Welches das, ich möchte, das zweite ist besser. Das war das Grüne. Ja, das Grüne? Ja, das war das Grüne. Du hast es. Ja, ich habe tatsächlich, also diese Currypasten halten sich ja auch ewig. Und wir machen eigentlich relativ häufig Curry, weil es halt eine schöne Resteverwertung ist, trotzdem was Frisches und... Ihr wundert euch, oder ich weiß nicht, ob ihr euch wundert, aber das Licht geht ja jetzt hier wieder, die Zeitbar. Es geht nur so halb, weil eigentlich, ich drücke die ganze Zeit hier den Knopf rein. Das ist jetzt hier auf diesen Knopf belegt und der spinnt irgendwie rum. Der ist auch warm geworden, der Knopf. Man könnte auch sagen, er ist heiß geworden. Ich weiß nicht genau, ob das ein wirklich gutes Zeichen ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Warum der Knopf so heiß geworden ist. Die hier oben, die funktionieren einwandfrei. Das ist jetzt halt ein bisschen doof, weil das ist eigentlich das schönste Licht hier. Da muss ich reindrücken, damit es funktioniert. Ich könnte wieder auf die andere legen, aber ich habe Schiss, dass das mit dem Dimmer nicht so gut funktioniert. Das müssen wir auf jeden Fall noch richten. Falls da jemand Elektriker Ahnung hat, warum dieser Knopf heiß wird, was ich da für einen Quatsch gemacht habe,
Ich glaube, es liegt an der Vago-Verklemmung da unten. Das sind vielleicht auch ein paar viele Abnehmer da dran und weiß ich nicht. Aber gerne in die Kommentare. Das ist jetzt ein Problem, was sich noch relativ leicht beheben lässt. Und dann nur noch eine Info für dich. Ja. Ich für die Kamera. Ja. Ich meine jetzt nur die Hälfte vom Gemüse und dann können wir Asianudeln machen noch mit Pak Choi. Das ist eine sehr wichtige Info für die Kamera. Geduscht. Sehr schön warm, auch jetzt mit der Trockenfunktion, also mit der Wärmeumleitung jetzt ins Bad. Sehr cool, das kann jetzt schön trocknen. Wir haben nur wirklich immer noch ein Problem, dass irgendwo eine Schelle undicht ist und dass da irgendwo Wasser raustropft. Es ist wahrscheinlich eine der komischen Flügelschellen, die nicht richtig sitzt. Ja, ich konnte es nicht erkennen. Ich habe geguckt, als Fabi jetzt geduscht hat. Ich konnte nicht erkennen, wo was rauskommt. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil natürlich unser Apothekerschrank jetzt da im Weg ist. Vielleicht müssen wir da nochmal eine Aktion machen und da was rausbauen. Aber die Dusche? Die Dusche an sich ist super. Wirklich richtig gut. Das einzige Problem ist, hier fließt es raus. Also da müssen wir noch eine Gummilippe oder so hier vorne an die Tür machen, damit das Wasser nicht das Auto unter Wasser setzt. Aber ansonsten klappt das wirklich alles hervorragend. Hat Spaß gemacht. Ja, wir machen uns jetzt, glaube ich, einen ganz entspannten Netflix-Abend. Das wollen wir auch anders machen. Ja. Und dann schauen wir mal, was uns der morgige Tag bringt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Wir hoffen, ihr habt genauso gut geschlafen wie wir beide. Fabi hat noch seine Bettfrisur. Ja, bei uns ist jetzt erstmal Aufgabenteilung angesagt, während Fabi draußen alles klar Schiff macht und alles einräumt und so weiter und so fort, mache ich uns ein leckeres Frühstück. Ja, und ich glaube, wir werden heute auf jeden Fall den Stellplatz verlassen und einfach mal ein bisschen was Neues erkunden. Wir werden wahrscheinlich Richtung Osten fahren, ja? Eher Richtung Österreich rüber. Ja, genau. Ja. Schauen wir mal, wo der Weg uns hintreibt. Richtig. So, los geht's. Kommt schon Wendler-Feeling auf? Na klar. Natürlich, sowieso. Das war schon die ersten Tage, weil dadurch, dass wir uns ja jetzt auch isoliert haben die letzten Tage, haben wir sowieso so viel Zeit jetzt im Pablo verbracht, was auch echt schön war. Aber dadurch sind wir natürlich jetzt wieder voll drin. Auto zu fahren, hat Anne ein neues Hobby entdeckt für sich. Und zwar verdient sie jetzt Geld nebenher. Erzähl mal ein bisschen was du da machst. Ich bin ja auf so eine Tester-App gekommen und da kann man Spiele testen und bekommt Geld dafür. Und das mache ich jetzt. Wenn es demnächst keine Videos mehr gibt von uns, dann weil Anne den Durchbruch im Spieletester-Bereich gemacht hat. Wie läuft's? Wie viel Geld hast du schon verdient? 1,50 Euro. In einer Viertelstunde oder so.
Fabi ist nur neidisch, weil ich hier richtig unser Business am Boom mache. Wie viel Geld hast du verdient, Madame? 3 Euro. 3 Euro? Ja. Und es geht heute noch munter weiter. Das Wetter ist halt richtig schön zum Nichtsmachen geeignet. Ja. Kann Anne nachher noch ein bisschen Geld verdienen mit Mobile Games spielen. Wir sind jetzt hier richtig cool an einem Stausee. Das sieht richtig abgefahren aus. Und stehen jetzt hier für die Nacht. Ich denke, hier wird sich keiner beschweren. Das ist jetzt hier so ein Stausee und das ist ein Energiespeicher. Also die pumpen da hoch das Wasser und dann kommt das wieder runter, wenn sie die Energie brauchen. Richtig cooles Verwaltungsgebäude haben sie da hinten gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ragt so in diesen Speicher, in diesen See hier rein. Aber wir machen es uns jetzt erstmal gemütlich, würde ich sagen, oder? Ja. Wir haben hervorragend geschlafen, würde ich sagen. Bis die ersten Wandersleute hier kamen und genau hier abgelegt sind, wo wir stehen. Ist ja so ein halber Stellplatz, sage ich mal. Ist auf jeden Fall erstmal ein schönes Käffchen und Frühstücken und werden dann hier noch ein bisschen spazieren gehen. Das sieht hervorragend heute aus. Es ist so schön neblig, düstere Stimmung, irgendwie so wie es zu Österreich passt so ein bisschen. Finde ich richtig cool. Es hat richtig Atmosphäre. Gucken wir uns mal um und dann müssen wir bestimmt heute noch ein paar Kilometer juckeln, weil Österreich, Schweiz, es ist nicht so leicht mit Stellplätzen, vor allem wenn man sich jetzt nicht monetär völlig überausgaben möchte. Die sind schon teilweise wirklich teuer, also richtig teuer. Wir haben schon, was hat man gesehen, was teuerste war? 70. Also 70 Euro pro Nacht für einen Campingplatz, Stellplatz, finde ich schon schwierig. So wie jetzt in der Schweiz mit den zwischen 12 und 15 Euro. Ja, ich finde auch, so bis 15 Euro für einfach stehen, finde ich vollkommen okay. Alles, was drüber ist, finde ich völlig gesponnen. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so das Empfinden ist, da was so Stellplätze angeht. Aber teilweise ist ja auch einfach nur ein Parkplatz und dann stellt man sich drauf und gut ist. Und ich finde, gerade in Regionen, wo sowieso sehr viel Platz ist, finde ich alles andere ein bisschen übertrieben. Natürlich ist was anderes, wenn es dann in Innenstädte geht, in Großstädte und so weiter. Da sind die höheren Preise auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber ansonsten weiß ich nicht. Wir haben uns jetzt negativ getestet, somit sind wir wieder ready to go, Cut Night Joe. Wir werden jetzt noch ein bisschen Menschenmengen meiden, aber hier eine Runde spazieren gehen, das ist glaube ich schon drin. Also es sieht auch echt richtig, richtig schön aus hier. Fabi muss gleich mal zeigen. Ja, da fährt so eine Seilbahn hoch und die Farben jetzt vom Herbst mit dem See davor, also echt mega schön. Die Farben von dem See, ja, wie Anne es gesagt hat, sieht irgendwie abgefahren aus. Richtig mystische Herbststimmung mit dem Nebel, den Wolken. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe es früher schon zu Fabi gesagt, also ich bevorzuge dann doch schon ein bisschen wärmere Temperaturen. Ja, es ist eigentlich gar nicht so kalt, es regnet halt, es ist ein bisschen eklig, aber es passt halt irgendwie. Und ich finde es eigentlich mal ganz cool, aber ja, also die Heizung, die lief vorhin schon. Eine Heizung im Camper bei solchen Temperaturen wird es dann ein bisschen eklig, ein bisschen schmuddelig. Also Heizung ist schon eine sehr gute Erfindung. Nichtsdestotrotz werden wir schon ein bisschen weiter Richtung Süden fahren erstmal dann, oder? Ja, genau. Wir haben uns nämlich wir hatten eigentlich nach der Hochzeit das Wochenende uns ein Wellness-Hotel gegönnt, so für After-Wedding. Kleiner Honeymoon, sage ich mal, um auch einfach mal ein bisschen
zu entspannen von den letzten Monaten. Das mussten wir jetzt natürlich absagen aufgrund von Corona. Und deswegen haben wir es jetzt fürs nächste Wochenende nochmal ein anderes Hotel gebucht. Und das ist Richtung Brixen, oder? Ja. Und in die Richtung werden wir einfach schon mal fahren. Vielleicht können wir uns die Tage noch Meran anschauen. Soll sehr schön sein. Oh ja. Der Nachteil am Herbst, der Regen kann auch mal stärker werden. Naja, gerade hast du dich noch beschwert und jetzt sagst du, naja, du Genuss, ey. Ja, wir haben halt beide keine Regenjacke an. War ein taktischer Fehler, aber wir sind gleich einmal rumgelaufen und wieder im Auto. Es sieht halt einfach cool aus, es ist richtig schön. Aber es ist halt nass. Müssen wir erstmal das Auto warm machen. Alles abfahrbereit machen. Und dann werden wir Richtung Meran jetzt ein bisschen fahren. Ja. Wir müssen uns mal die Strecke angucken. Mit dem Wetter können wir eh nicht viel machen. Wir müssen mal gucken, welche Route wir fahren. Wir können entweder über den Brenner fahren oder irgendwelche Passstraßen. Ja. Ich denke, wir werden uns für einen Tunnel entscheiden. Das Gute in Österreich ist, man kann sich die Vignette online holen. Also das heißt, wir müssen hier nicht irgendwo hinkleben. Das ist schon mal ein Vorteil. Das wird dann über Radarüberwachung halt. Ja. Ja, ausgewertet. Okay. Komm zu Hause. Immer wieder schön, dann in so ein schönes, gemütliches Zuhause zurückzukommen. So, und das Geile ist nämlich. Schuhe aus. Ja, Schuhe aus. Aber wir können die ja jetzt durch den Durchgang super leicht in den Fahrerraum bringen. Also, ich habe bisher echt nur Vorteile von dem ganzen Layout erkannt. Ja, alles gepackt. Das Geile ist an den Everlocks. Ja, man muss sich gar nicht mehr fragen, sind jetzt die Türen verschlossen? Weil sie sind ja automatisch verschlossen. Sehr praktisch. Und ja, alles, was rumfliegen könnte, ist verstaut. Unsere Pflanze hat vorne ihren Platz gefunden. Wir sind verstaut und ich würde sagen, dann kann die wilde Fahrt losgehen. Ah, wir müssen noch die Route raussuchen. So, jetzt seht ihr hier mal verschiedene Routen zur Auswahl und die mittlere, die kürzeste, wenn ich da mal ranzoome, das sieht mir nach einer abenteuerlichen Straße aus. Das ist garantiert eine Passstraße. Ja. Das versuchen wir zu vermeiden. Wie viele Kilometer sind das? 200? Das ist tatsächlich gar nicht so leicht, sich dafür eine zu entscheiden. Eigentlich wäre ich jetzt gerne den Brenner gefahren, aber dann müssen wir nach dem Brenner nochmal eine Passstraße fahren. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Straße Nummer 3, die mit der längsten Fahrzeit ausgeschrieben ist. Aber durch einige Dörfer halt führt. Ich würde tatsächlich die, glaube ich, nehmen. Ich kenne die ganzen Straßen hier natürlich auch nicht allzu gut. Aber sagen wir, probieren es einfach mal aus. Muss man jetzt über den Reschenpass, habe ich persönlich noch nie gehört. Glaube ich, genau im Dreiländereck. Genau. Wir kratzen so an der Schweiz entlang und fahren dann Richtung Italien rüber und ja, sehr coole Strecke, sehr wild und sind sehr viele Karawanen, Fahrer, Wohnmobile entgegengekommen und es sieht einfach nur spektakulär aus und ja, bis jetzt bereuen wir die Entscheidung auf jeden Fall nicht, die Strecke zu fahren. Da steht ein sehr schöner Bulli. Oh ja. Bin mal gespannt, was für spektakuläre Natur wir noch sehen werden. Wie gesagt, ich kann das nicht, wenn ihr mal in den Kommentaren schreibt, er ist bestimmt bekannt an die Strecke. Aber ich glaube, die meisten werden dann über den Brenner fahren und das, da wo wir hinwollen, das liegt genau dazwischen. Deswegen konnten wir uns das aussuchen. Aber auch über den Brenner hätten wir nochmal danach über den Pass fahren müssen. Deswegen haben wir gedacht, ja, dann fahren wir gleich über einen Pass und sparen uns das. Go. Am Fuße des Reschenpasses und jetzt müssen wir auch gehen. Also, und es kommt
unglaublich viele Porsches. Schweizer Porsches. Schweiz, aber auch deutsche Porsches. Das sind aber die neueren. Das waren oft Firmenautos. SPL. Das entweder sind Ducatos, Karawane oder Porsches, die uns hier gerade entgegenkommen. Auch einige Bullis. Und ja, ihr seht, es sieht spektakulär aus. Da sieht man schon dahin, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt, aber auf den ersten Gipfeln kann man auch schon die Schneespitzen erkennen. Ja. Jetzt kommt aber tatsächlich die Sonne ein bisschen raus und die Strecke zu fahren ist wirklich sehr schön. Also es ist wirklich super schöne Landschaft und wir sind, oder wir beide haben es heute schon öfter gesagt, wir freuen uns jetzt auch wieder so im Vanlife angekommen zu sein. Heute auch so die Strecke zu fahren und gehört halt einfach zu dem Lebensstil dazu. Und jetzt haben wir auch schon richtig Lust drauf, unter der Woche einfach so nach der Arbeit noch so ein paar Sachen zu erleben und das richtig zu nutzen, gell? Ja. Aber im Hotel Edelweiß vorbei, durch Nauders, falls euch das interessiert. Und tatsächlich sind wir in 6 Kilometern dann auch schon auf italienischer Seite. Was gut ist, ich wollte es nämlich gerade erzählen, ja. Die Italiener haben noch Tankrabatt, 30 Cent. Ja, ich habe nämlich vorhin mal mich ein bisschen informiert. Finde ich eigentlich auch immer ganz gut, bevor man in Land fährt, einfach mal so ein paar Sachen aktuell nochmal durchzulesen. Und da haben wir, wie gesagt, auch gelesen, dass die noch 30 Cent Tankrabatt haben, bis zum 17.10. erstmal nur. Österreich ist gar nicht viel günstiger, da kostet der Diesel auch 2 Euro im Dreh. Und es ist wie in Deutschland aktuell leider, muss man ja sagen. Aber in Italien ist ja sonst immer teurer gewesen, ist anscheinend aktuell günstiger. Wir sparen uns natürlich die Miete und die Dieselkosten sind quasi unsere Miete. Freuen uns natürlich aber trotzdem, wenn wir nicht über 2 Euro tanken müssen. Ja, das tut natürlich schon weh. Vor allem wir 95 Liter immer tanken und es geht schon ins Geld. Aber wie Anne sagt, es ist halt unser größter Ausgabenpunkt. Ja, und mehr, quasi unsere Miete. Quasi unser einziger richtiger Ausgabenpunkt neben dem Essen ist das, wovon, ja, das ist zu Stellplätze. Ist im Prinzip unsere Miete, unsere Heizung, unser angekommen in Tirol. Die Fahrt war echt cool, hat Spaß gemacht. Sind sogar schon durch Meran gefahren. Sah vielversprechend aus, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Wir stehen jetzt hier an einem kostenlosen Platz mit ganz vielen anderen Campern. Das sind jetzt bestimmt 5, 6 andere Camper hier noch. Natürlich alle aus Deutschland. Wir machen es uns jetzt hier erstmal gemütlich. Ich werde versuchen, unseren Router in Gang zu bringen. Das müssen wir noch machen, das haben wir noch nicht geschafft. Und was machst du? Kochen. Ja, sehr gut. Die Passstraße war echt cool, es hat echt Spaß gemacht. War auch nicht so anstrengend wie befürchtet. Also es hat sich halt ein bisschen gezogen, aber es war jetzt nicht, dass die übelst kurvig war. Das ging wirklich. Ja, also, ja, finde ich auch. Also, die Aussichten waren richtig schön. Und jetzt machen wir uns hier erstmal ein bisschen gemütlich. Und heute müssen wir unbedingt noch Haare waschen. Heute ist Waschtag. Was gibt's heute zu essen? Ja, wir hatten überlegt, ich hatte Fabi gefragt und wir machen heute mal was Deftiges. Also Kartoffelknödel mit Rotkohl und so Veggie-Frikadellen. Das passt auf jeden Fall hier in die Region. Ja. Weil die sprechen hier halt alle noch Deutsch. Das ist richtig krass. Also die ganzen Schilder und auch alle Unternehmen steht alles auf Deutsch noch da. Und merkst du noch nicht, dass du in Italien bist? Ist halt wirklich typisch Tirol. Es gibt ja, glaube ich, sogar ein paar Unabhängigkeitskämpfer, die das zumindest wollten, dass das mal sich trennt von Italien. Eine ganz schöne Herausforderung, so ein Gericht zu kochen, was eigentlich 4 Herdplatten benötigt, aber sieht alles ganz gut aus. Deutsche Küche. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir sowas im Van kochen. Dann guten Appetit. Wir sind erstmal fertig für die Woche. Wir sind jetzt fleißig am Arbeiten und heute passiert sowieso nichts mehr hier. Nee, heute wird gearbeitet. Wir teilen uns das ja immer so wochentagsmäßig ganz gut auf. Und die Woche ist viel passiert. Wir sind wieder im Vanlife angekommen, mehr oder weniger. Das geht jetzt natürlich wieder richtig los. Wir freuen uns riesig drauf.
Wir hoffen natürlich, euch hat der Start ins Vanlife zurück auch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein kostenloses Abo da. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche, wenn ihr Lust habt. Macht's gut alle zusammen. Tschüss, schönes Tschüssi. Wochenende. You had me at a la 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 la